Das ist die Heidi mit einem 5-Sterne-Concorde-Wohnmobil in Pink. Aber da gibt es eine Story zu. Das Pink war, glaube ich, mal rot. Grüß dich. Ja, hallo. Soll Weinrot gewesen sein. Warte, ich zeig's mal. Hier vorne ist noch ein bisschen Weinrot. Oder ist das neu, die Folie? Also von mir nicht. Das muss schon vom Vorbesitzer sein. Der das gemacht hat? Ja. So, du kamst zu diesem Reisemobil wie die Mutter zum Kind. Ja, also ich suchte eigentlich ursprünglich nur ein Auto, wo ich drin schlafen konnte. Und jetzt? Ja, und dann wurde es immer größer, immer größer. Und dann hatte ich so ein Ahorn, den fand ich total süß, war vom Tischler selber ausgebaut. Und dann sagte eine Freundin, nee, den kaufst du nicht. Mhm. Weil wenn du da drin wohnen willst, du hast keine Zuladung. Mhm. So, und dann musste ich mir ein Fahrzeug aussuchen, das meine Kriterien erfüllte, damit ich da drin wohnen kann. Und da blieb tatsächlich nur dieses Fahrzeug übrig. Du wohnst in dem fest? Ich wohne da drin, ja. Du hast keine Wohnung mehr? Nein. So, da komm mal mit. Offiziell und schon. Offiziell schon, ja, ist klar. Das ist in Deutschland ja so, da hat man eine Meldeadresse, da ist man. Aber ich zeige dir mal gerade, das ist so ein schönes Fahrzeug. Man braucht ja nicht mehr Raum, oder, eigentlich? Nee, mich nervt so die ganzen Ansammlungen. Ich hatte vorher eine 80 Quadratmeter Wohnung, so richtig Luxus mit allem drum und dran. Und in jeder Ecke war Müll, was man nicht brauchte. Mhm. Und das hat mich genervt. Das hat mich total genervt. Da habe ich gesagt, ich möchte nur das Nötigste haben. So, du bist reich geboren, nehme ich an, oder? Überhaupt nicht. Ja. Ich bin Busfahrerin. Du bist Busfahrerin? Ja. Wo? Also die Firma selber ist in Nordfriesland, aber ja. Ich fahre hauptsächlich einen Dithmarschenbus. Du fährst Reisebus oder Nahverkehr? Linienbus, ja. Linienbus? Ja, ist über Landlinie. Nummer, was fährst du? Wie eine Nummer? Ja, es gibt ja normal so Nummern, da steht die 731 von... Ich habe verschiedene Routen. Hast verschiedene Routen? Verschiedene Linien, ja. Das okay. Ist also von 2614 bis 2501, je nachdem. Das heißt, du hast einen D-Führerschein? Ja. Und einen C auch? Nein. Okay, das heißt, du könntest dir jetzt einen Reisebus kaufen und könntest den fahren, theoretisch? Ja, kann ich. Genau, schön. So, dann, wenn du mal kurz links neben mich kommst, sei mal so lieb, dann kann ich dich ein bisschen besser interviewen und dann ist es so, der hat Zuladung. Ja, aber wohl nicht so viel. Also ich glaube, der hat ein Leergewicht von 3 Tonnen. 3,7. Ja. Ne, und Gesamtgewicht ist 4,5, wenn ich das so richtig... Was mich ein bisschen wundert, ja. Weil mir man das immer erzählt, dass er ein 5-Tonner ist, Gesamtgewicht. Aber steht so drauf auf der Plakette. So, ist dir aber ziemlich egal, weil funktioniert. Ja, ich liebe ihn. Du liebst ihn. So, Concorde. Sag mal, wenn du jetzt Bus fährst, steht der dann wo? Der steht auf dem Betriebshof. Am Betriebshof. So, das hast du mit denen ausgemacht. Dann kannst du aber auch mal übernachten. Ich stehe generell in der Woche auf dem Betriebshof. Ja. Ne? Das heißt, ich kann morgens vom Wohnmobil direkt in den Bus rein. Und am Wochenende stehe ich entweder bei einer Freundin auf ihren Resthof. Ja. Oder ich bin in Dänemark damit. Boah, ist das genial. Das heißt, du bist oben im Norden, wohnst du, oder? Ja, ich komme aus Nordfriesland, Eiderstedt. Die Halbinsel Eiderstedt, ja. Was ist so die, im Prinzip der nächste Ort? Also der bekannteste Ort ist St. Peter-Ording. Da bist du in der Bonzen-Region, bist du zu Hause. Naja, Bonzen ist. Aber ich sag mal, du hast die Nordseeluft dann, du hast so das Meer, du liebst das Meer? Ja, ich bin auf der Insel Sylt geboren. Der Insel Sylt? Ja. Du bist also das. Eigentlich müsste ich Bonze sein, bin ich aber nicht. Ja, auf jeden Fall mit der Art und Weise, wie du lebst, bist du ein Bonze, mhm. Denn du hast Freiheit, kann man sagen, ja. Oder? Ja, ja. Urlaub mehr als andere? Ja. Oder wie man sieht, ne? Du könntest ja theoretisch mal sagen, ich bin mal 2 Monate weg, fahrst mal irgendwo hin. Ja, das kann ich machen und das tue ich auch. Also ich habe jetzt vor, das ist jetzt so die erste größere Tour, die ich gemacht habe. Ich kannte die Leute hier alle gar nicht, die habe ich über Facebook, ja. Ne, bin ich hierher gekommen und habe gedacht, so mal Härtetest für den schönen Iveco. Ne? Ach, du hast den noch gar nicht so lange? Ich habe den jetzt ungefähr 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, war schon irgendwas dran? Ne. Oder? Also als ich ihn gekauft habe, funktionierte gar nichts. Gar nichts. Was heißt? Von Ölleck bis Wasserleck, neue Reifen drauf, die ganze Elektrik ist neu, Heizung war kaputt, die musste ich machen lassen. Gasanschluss war nicht in Ordnung. Der ist Baujahr? 99. Also knapp 25 Jahre, knapp.
24. 24, so. Da ist er so. Und war das denn jetzt ein Montagsauto oder war dir das klar, dass ein paar Sachen nicht funktionierten? Ich meine, es ist ein altes Auto und ich wusste, dass da was auf mich zukommen wird. Ja. Aber der Verkäufer hatte mir Stein und Bein geschworen, der ist top in Ordnung, du kannst damit sofort losfahren. So, da hat man ja normalerweise auch eine Garantie. Der kam vom Privat, oder? Nein, der kam tatsächlich vom Autohändler. Ne? Und ich habe ihm geglaubt und ich schätze mal, das meiste hat er selber nicht gewusst, was da alles ist. Ich schätze mal, der hat ein paar Jahre da auf dem Hof gestanden. Der hat sich kaputt gestanden. Du hast ihn dann behalten, hast gesagt, der ist so schön, ich will den jetzt, ich investiere die. Ja, das ist einfach, weil das ein 720er TX ist. Oder TX 720? Vom Grundriss. Also. Ja, genau. Und ich habe den noch nicht wieder gesehen. So, jetzt schauen wir mal kurz. Also, der war mal weinrot, das glaube ich dir. Darf ich da mal ins Fahrerhaus reinschauen? Das ist ja jetzt ein bisschen kleiner wie so ein Reisebus oder wie ein praktisch Überlandbus, aber die Höhe beim Fahren ist ungefähr gleich. Ja, das sind ja eigentlich sind das Busfahrersitze. So, das sind Busfahrersitze, gefedert, da kannst du dein Gewicht einstellen, da steht jetzt drauf 70 Kilo, kommt das hin? Nein, das kommt nicht hin, aber... 60 wiegst du nur. Ja. Danke. Gerne. So, hier vorne hast du, guck mal hier, Edelholz, da ist Wurzelholz-Vertäfelung dran. Naja, ich würde eher sagen, ja, kann sein, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so, ob das irgendwie Sherlock ist oder sowas, ich habe keine Ahnung. Das sieht aber schick aus. So, er fährt jetzt wieder wie am ersten Tag? Ja, der fährt super. So, da vorne ist ein Traumfänger. Ja, der soll böse Gedanken abhalten. Wie schläft man denn da drin? Traumhaft. Wirklich? Ja. Okay. So, was ich stark finde, ist hier der Halter, der Becherhalter. Ja. So, dann hast du hier vorne auch einen Trinkhalm dran, einen Dauertrinkhalm. Ja, da war Mate-Tee drin. Mate-Tee. Ja, ich bin ja ich habe ja am Donnerstag noch normal Dienst gehabt. Ja. Ne, und bin dann losgefahren. Da muss man sich ja irgendwie wach halten. Kaffee geht mit der Zeit auf den Magen. Also Mate-Tee. So, es gab ja mal eine Zeit, da gab es keine Busfahrerinnen. Kam das irgendwann mal, dass es ganz viele gab oder war das bei euch schon immer so? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich war vorher Taxifahrerin, bin ein paar Mal überfallen worden und dann hat man mir vom Arbeitsamt halt eben den Busführerschein angeboten. Ja, war das schwer? Naja, ein halbes Jahr Schule, ne? Halbes Jahr Schule. Das ist viel zu lernen. Da geht es ja um Personenbeförderung, um Sicherheit. Ja. Also nicht nur ein paar Fahrstunden? Nee, das war schon richtig, ne? Also man muss seine Module machen. Das sind 5 Module und die muss man auch alle 5 Jahre wiederholen. Ja. So, und jetzt bist du an sich recht happy. Jetzt sind die immer nett zu dir, die Gäste? Ja, bei uns auf alle Fälle. So, das heißt, ihr seid zivilisiert? Ja, das ist halt eben, ne, wir haben mehr Schafe als Einwohner. Ach so, weniger. Man kennt seine Fahrgäste. Ist das ein großer Bus, den du fährst? Naja, ein ganz normaler Linienbus. Ne? Ich weiß nicht, der hat ungefähr eine Länge von 12 Meter. Ne? Ist ja so erlaubt. Ihr dürft ja sogar im Reisebus dürft ihr ganz lang fahren. Ich glaube, bis 14 Meter in Deutschland. Ja, das ist dann der Dreiachser. Ne? So, toll. Das heißt, du fährst so einen Bus einfach so durch die Gegend. Das ist mittlerweile dir ins Blut gegangen. Und man kann den auch absenken an der Seite, gell? Wenn die Leute einsteigen. Ja, das geht hier nicht. Nein, leider nicht. Ja, was heißt leider? Von mir aus könnte er dann noch ein bisschen höher sein. Ja, hat der eine Luftfederung? Nein, hat er nicht. Der hat ganz normale Federn. So, hinten Zwillingsbereifung, das sehe ich schon, deswegen kann er ein bisschen mehr. Jetzt hat er da natürlich den Vorteil, du hast hier alles innenliegend. Das heißt, du könntest Winterurlaub machen. Der ist richtig wintertauglich, der hier. Ja. Der hat, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ist. Nee, ist das nicht. Also der hat richtige, der ist abgeschlossen. Ja, nicht schlimm. So, richtige Heizungs-, also so Öffnungen, so Heizungsöffnungen okay. Hat er unten drinne. Ne? So, das heißt, also der ist unten beheizt. Ich darf da nochmal reingucken? Da? Ja, das ist jetzt... Da war nämlich die Technik drin, habe ich gesehen, Victron. Ja. Victron, da ist, ich guck mal gerade. Das ist alles neu gemacht worden. Alles neu, auch alles schön neu. Gemacht, oder? Ja, ich habe auch noch zwei... Photovoltaik-Module noch mehr dazu gekriegt. Okay, damit du komplett autark stehen kannst. Die steht komplett autark. Ich habe also immer die Batterie ist immer voll. Ne? Und das klingt aber nach einem Schnäppchen, das du damals gemacht hast, als er da stand. Nee? Ja, genau. Nee. Okay. Nein, also es war schon, ich war am Anfang war ich am Rande eines Nervenzusammenbruchs.
weil da kam immer wieder was, immer wieder was. Ich habe gedacht, ja, das geht nicht. Ne? Aber wie gesagt, wenn man dann da durch ist, man liebt das Fahrzeug einfach. Ja, irgendwann ist es auch mal gut. Dann irgendwann ist gut, ja. Und dann kann man auch so ein bisschen an Außenverschönerungen gehen. Ne? Was ist demnächst dran? Demnächst ist erstmal Unterbodenschutz dran und dann kriege ich einen Gastank. Rost hast du auch? Rost habe ich auch ein bisschen, ja. Bisschen, aber nicht viel. Naja, ich versuche es unter Kontrolle zu halten. Ne? So, jetzt gucken wir mal kurz. Ich gehe mal kurz zurück, dass wir das mal sehen. Da ist eine Leiter dran. Concorde, die Rückfahrkamera geht noch? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich frage mal so, wenn alles kaputt war. So, und das, was besonders, das kann man ausziehen. Das ist auch zeitgleich ein Anfahrschutz. Aber da kannst du auch Motorrad oder was kannst du drauf machen? Ja, ja. Das ist, ne, man kann da so Splinte rausziehen, dann ist da so ein Bolzen drin. Ja. Ne? Und die macht man raus und dann, ich weiß nicht, ich habe es mal nachgemessen, ich glaube 37 cm sind das, die man rausziehen kann. Da kann man dann so Fahrradträger drauf machen und so. Er hat das doch hinten an seinem Auto, da hat er das doch auch. Du hast ein Heckbad. Ja. So, das sehe ich nämlich hier, da ist das, ja genau, wir gehen auch gleich mal rein. Da ist die Leiter, du warst schon mal oben am Dach? Oft. Oft. Warum ist schön da? Warum geht man da hoch? Ne? Das ist schon alleine, um das Dach zu kontrollieren. Ne? Mal so gucken. Putzen. Ja, genau. Ein bisschen Alufraß hat er. Ja, der hat ein bisschen viel Alufraß. Aber das kriegen wir alles in den Griff, irgendwann mal. Kommt jetzt, der wird jetzt wie neu gemacht. So. Also so die Lampen und so, das habe ich jetzt schon neu gemacht. Ne? Das, da, die Seitenlampen. Ja, sofern ich das selber machen kann, mache ich das. Ne? Man lernt beim Tun, oder wie war das? Absolut. So, hier vorne ist dann noch ein Zusatzschloss mit drin. Ja, das ist jetzt gerade, ja. Ist jetzt so. So, darf ich mal sehen, was da drin ist? Ja, da ist jetzt, glaube ich, was habe ich da? Ein Campingtisch. Ja. Eine Kuhle und eine Trittleiter. Achso, du grillst auch aktiv? Irgendwann jetzt demnächst wieder. Irgendwann. Da. Nee. Sag mal, das klingt alles nach der Erfüllung eines großen Traums. Du hast gesagt, du willst raus aus der Wohnung. Und dann, wann kam der Entschluss? Ich glaube, das ganze Thema war irgendwie 3 Monate oder sowas. Das ging ziemlich schnell. Kam ja dann, du sparst ja auch ein bisschen Geld durch die Miete, die du nicht mehr zahlst. Richtig. Und irgendwann hoffentlich sind die Kosten dann weg. Ja, ich hoffe ganz stark. Ich warte immer noch auf den Lottogewinn. Ich spiele zwar kein Lotto, aber naja. Mal gucken. Nee. So, und hier vorne hast du den Fliegenschutzgitter, die amerikanische Tür. Die gab es ja früher noch. Das ist die amerikanische Tür. Okay. Ja, die kam wirklich aus Amerika. Das siehst du auch hier dran, dass, also hier das Ganze. Ich glaube, da gab es einen Zubehörlieferanten, der hat die aus Amerika geliefert. Das ist toll. Also, Baujahr 99. Hier vorne die Originalplakette. Ich zeige sie mal. So, das sehen ist übrigens ein 5-Sterne-Reisemobil. So, bitte mal zeigen. Damals war das hier ganz teurer Luxus. Das sollte Kram. Das Non-Plus-Ultra auf dem Wohnmobilmarkt gewesen sein, ja. Damals, 99. Mhm. Man wartet 24 Jahre und dann kann man selber sowas fahren. Ist ja noch gar nicht so lange her, 24 Jahre. Also da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Die Wende 2000. Ich weiß gar nicht, habe ich noch einen Preis gesehen. Der hat, glaube ich, irgendwie 120 oder 130.000 D-Mark gekostet. Der hier? Ja. Die hast du aber jetzt nicht bezahlt, Nummer 9. Nein, okay. Nicht ganz. Gut, ich frage nicht, wie viel. So, dann darf ich mal da reingucken? Da? Da? Ja. Das ist nur Rödelkammer. Das ist darf ich mal in die Rödelkammer? So, das ist hier, was man so braucht. Ne? Abwasserschlauch, Frischwasserschlauch, die Kabeltrommel ist da drin. Die ist jetzt gerade. Und Pilz sehe ich. Und Pilz? Alkoholfrei. Ach nee, doch. Das ist nicht von mir. Das sage ich auch mal. Nee, also sowas trinke ich nicht. Ich bin Flensburger Trinker. Flensburger. So, komm, wir gehen mal rein. Ich bin ganz gespannt. Ja, wir sind in einer ganz tollen Gruppe. Ihr habt ein ähnliches Fahrzeug. Ist das auch ein 99er eurer? Nein, ein 97er. 97er, also schon uralt im Vergleich zu ihrem. Richtig uralt, 2 Jahre. Gibt es übrigens auch ein Video, haben wir schon eine Roomtour gemacht und der hat mich richtig begeistert, weil ihr habt damit mit dem schon die Nordlichter gesehen? Noch nicht. Leider aber nicht. Habt ihr vor? Ja. Das haben wir auf jeden Fall vor, klar. So, das passiert noch. So, und die beiden sind nett und ihr habt quasi ähnliche Fahrzeuge. Ja. So, der Grundriss ist anders bei dir. Ja, ist anders bei dir. Das sieht man schon, weil die Tür weiter hinten ist. Die haben ein Heckbad. Hast du mal reingeguckt, wie ist denn der Grundriss im Vergleich zu deinem? Ja, halt anders. Das Bad ist halt ein bisschen größer. Das ist ganz praktisch. Als Frau? Ja, und ansonsten ist alles gut. Komm, ich bin jetzt echt gespannt. Ich war noch nicht drin, du bist mein Zeuge. So,
Tada. Guck mal hier, Moin, ist das ein Champagner? Moin. Also Moin heißt das. Moin, das ist die Begrüßung in Norddeutschland. Morgen. Was lacht ihr denn so? Ich habe gedacht, das wär irgendwie Champagner. Nee. Das war Moin, glaube ich. Der gute alte Moin. So, wir gehen mal rein. Dann zeige ich mal, das ist ja ein toller Grundriss. Das ist ein richtig toller Grundriss, weil du natürlich die ganze Länge nutzt durch das Bett. Das ist nicht verloren. Genau. Ne? Boah, ist das viel Platz drin. Ja. Dann eine tolle. Der ist richtig, richtig durchdacht auch. Der ist richtig toll. Eine große Küche hast du. Mhm. Tolles Feld. Boah, das ist ja ein richtig toller Grundriss, weil du durch den Eingang hinten verschenkst auch in der Mitte keinen Platz. Mhm. Du hast überall diese riesen Sitzbank, da kann sogar einer drauf pennen hier. Ja, man kann, also wenn man den da Tisch absenkt und so, dann und die Polster, da hat man tatsächlich ein 1,40 Meter, 2 Meter Bett, kann man da wieder bauen. So, wo hast du denn die Originalpolsterstoffe noch herbekommen, dass sie die neu bezogen? Das sind die Originalpolsterstoffe. Wie, das sind die? Das sind die Originalpolsterstoffe. Das sind die 89er? 99er? 99er Polster. Ja. Das ist ja krass. Ja. Das sieht aus, als wäre da irgendwie ein Unfall passiert drauf. Nein, das ist wohl so. Ich hatte noch einen anderen TX angeguckt, der hatte die gleiche Raumabteilung, hatte allerdings dunkles Holz und der hatte so kreisbunte Sitze. Mhm. Ne? So, und da vorne, da schläfst du? Da schlafe ich, ja. Und das sind da mal oben sind meine Pferde. Das sind deine Pferde? Wie viele Pferde hast du? Hast du tot? Ja. Die. So, das sind Pferde, 1, 2, 3, 4 Stück hast du? Nee, das sind zweimal die gleichen. Also die beiden rechten, das ist ein Hengst, das ist ein Hispano-Araber. Ja. Und die beiden linken, das ist einmal in der Mitte, wo nur der Kopf drauf ist, das ist Mette, das ist die Mutter von der, die ich da gerade reite. Ah, links bist du? Das links bin ich, ja. Da war ich noch jung, frisch, dynamisch und voller Tatendrang, ja. Ich habe das Gefühl, dass du es immer noch bist, so. Zeige ich mal gerade, hier vorne ist dann der Durchgang, da kannst du einfach so durchgehen. Ja. Das ist ein ganz tolles Fahrzeug, also ich bin wirklich beeindruckt. Die Gardinen sind nicht unbedingt mein Geschmack. Die waren damals auch so? Die waren so. Guck mal, Concorde steht drauf. Genau, deswegen hängen die hier drin. Das sind die Original-Gardinen, Concorde, und deswegen hängen die. Ne? So, ich darf mal zeigen, was ist das hier? Das ist meine Mutter. Das ist deine Mutter? Das ist meine Mutter. Das war auf Sylt. Echt? Ja. Das hat man damals so gemacht, in so ein Fernseherbild reingemacht? Ja, das war Mode. Ne, das sind so, da konnte man sich so Postkarten aus den Bildern machen. Ne? Das ist dann, da ist sie auch nochmal und da ist sie nochmal. Sie lebt noch, deine Mutter? Nein. Okay, dann, die ist aber hübsch, deine Mama. Ja. Und das daneben ist dein Papa? Nein. Aha, okay. Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube. Wer weiß. So, dann ist ein Router drin. Das heißt, du hast gutes Internet überall, oder? Ja, habe ich immer. Geht so. Ja, okay. Also das ist eigentlich, der wird jetzt gerade gar nicht benutzt. Und das Licht ist hier halt eben, dass ich hier am Landstrom dran bin. Okay. Ne? Oder ob ich hier 230 Volt angeschlossen habe. Das zeigt mir das Licht denn. Wie denn? Ja, durch die Farbe. Ja, aber wie weiß das, ob jetzt 12 Volt oder 230? Naja, Landstrom hat Vorrang, ne? Der hängt jetzt am Landstrom, also ist Landstrom drauf. Also 230. Und wenn unten das Ach so, dann schaltet das Licht an ist, automatisch um. Wenn der Wechselrichter an ist, den mache ich hier mit Fernbedienung. Das ist der Wechselrichter, okay. Ne? So, wenn ich den dann anmache, dann leuchtet auch das Licht. Denn so kann ich immer sehen, ob das funktioniert oder nicht. Ach so, wenn das Licht aus ist, dann... Dann habe ich den Wechselrichter auch aus. Hast den Wechselrichter aus, ja. Okay, verstanden. Und dann ist auch der Router aus. Die ganze Elektrik ist hier Bluetooth überwacht. Okay, so, dann hast du Klimaanlage. Ja. Geht die noch? Die geht wohl noch, aber... Da ich meistens autark stehe und das alles über die Batterie geht. Da wird die direkt leer. Ja. Mhm. Ne? Also ich brauche die eigentlich auch gar nicht. Warte, ich setze mich mal gerade hier hin. Ich muss das mal gerade wirken lassen. So, du hast eine Mittensitzgruppe. Dann ist hier oben, hast du einen Alkoven. Der super, ich schlafe ja gerade im Alkoven. Man schläft da wie in Gottes Schoß. Ja. Was? Dann der riecht total lecker. Also wenn du hier reinkommst und du hast schon so einen muffigen Geruch, der riecht total sauber. Das ist... Ja, total. Aber das Witzige ist, ich rauche auch hier drin oder so, der nimmt keinen Geruch an. Okay. Wir haben hier tatsächlich schon mit 7 Mann gesessen. Okay. Ne? Und davon haben 3 Erwachsene geraucht.
gequarzt. Ja. So, und dann hier auch der Tisch, da ist ein Klavierband drin, also das hat man so gemacht. Dann der Durchgang, warte, ich muss das einmal ganz kurz, das aber, achso, das ist nachgerüstet. Das ist mein für Laptop, ne? Den habe ich dann da oben drauf stehen. So, kannst du Fernsehen gucken auch? Ja. Richtig. Gut. Guckst darüber Fernsehen. So, jetzt hast du hier deine Küche. Da kannst du drauf kochen. Das ist Originalfeld von damals? Das ist alles original. Das steht ja. Das steht das überhaupt noch drauf? So. Ne? Das ist dann. Oh, nicht Krass. Ganz sauber gemacht. Ja, ist doch sauber. Also für meine Verhältnisse ist das sauber. Okay. So. Dann die Spüle. Das ist jetzt nicht braun. Drüben war es braun. Mhm. Hier ist es jetzt grau. Mhm. Die Farbe hat sich dann gewechselt. Das Holz ist hell. Das ist relativ modern. Also heute hat man ja auch helles Holz wieder. Ja. Ja. So, dann am Leben. Das Leben ist eine Reise und zu Hause ist da, wo man parkt. So, das ist dein Ziel in Zukunft. Egal, ja. Wo du stehst. Das Leben ist kein Ponyhof, aber ein Kasperletheater vom Allerfeinsten. So. Darf ich an deinen Kühlschrank schauen? Oh, bitte. Ich guck zuerst rein. Da ist auch nicht viel drin. Da ist Schokolade drin, guck mal. Darf ich hier mal sehen? Das ist nämlich die Milde, ist eine neue. Die haben aber so dermaßen viele Sorten bei Ritter. Ja. Dass du bist voll der Ritter-Fan, oder? Ja, weil die haben tatsächlich, die arbeiten wirklich noch mit richtigen Schokolade. Mit richtigem Kakao. So. Da ist das Wertvollste in Deutschland, die Butter mittlerweile wieder ein bisschen billiger geworden. Ich esse nur Sauerrahmbutter. Sauerrahmbutter. Ja. So, Tierwohlmilch. Das ist auch okay. Was ist das hier? Das ist dänische Schlagsahne. Dänische Schlagsahne. Ist das weit weg, Dänemark, bei euch? 80 Kilometer. Also schon eine Fahrt, oder? Ja. Was ist denn anders in Dänemark? Ist das schöner, oder? Ja, die sind tiefenentspannt, ne? Aber es sind die Nordfriesen eigentlich auch. So, du bist ja in Sylt geboren, das weiß ich schon. So, und das Highlight ist echt das Bad, muss man schon sagen. Das heißt, du hast einen großen Kleiderschrank, den brauchst du auch. Ja. Kann ich auch mal. Ich habe hier, so was weiß ich, ich habe da unten noch alles Mögliche drin, ne? Da habe ich mein ganzes Kabelkram und hier, was man denn... Sag mal, wenn man auszieht, und du hast ja wahrscheinlich in der Wohnung mehr als hier im Wohnmobil. Ja, viel mehr. Wie geht man damit um? Du musst ja Sachen aussortieren. Also das meiste ist weggeschmissen, einiges ist eingelagert, aber das meiste ist weg. Und manchmal, wenn wir ganz viel Lust haben, dann verkaufen wir irgendwas bei eBay oder so. Okay. Ne? Aber das ist nicht viel. Du wohnst jetzt zu zweit? Hä? Du wohnst jetzt zu zweit drin, oder? Zu zweit wo? Ob noch jemand drin hat, wohnt dauerhaft, seid ihr zu zweit in dem Moment? Nein, ich bin alleine. Du bist alleine? Ich bin okay, alleine. Weil du eben gesagt hast, wir. Ja, ich habe einen Partner, der in Dänemark. Ah, okay, verstehe. Und der hat da ein Haus. Das war nur so, also hier mit zwei Personen ist ja, könnte auf Dauer schon eng werden. Die beiden schaffen es doch auch, ja, stimmt, wenn man sich versteht. Das stimmt, ja. So, ich zeig's mal gerade. Das ist das Bad und das Heckbad hat natürlich viel mehr Platz. Also da ist wirklich geräumig, oder? Ja. So, ist Wasservolumen, was ist bei dir drin? Viel. Viel. So, da vorne hast du dann, das ist interessant, du hast eine Dosensammeltüte. Die ist da drin? Ja, ist einmal für Dreckwäsche und einmal für Dosen, Pfanddosen, ja. So, Katzentreu, du hast eine Katze? Nein, die hatte ich gehabt. Ist jetzt weg? Ja, die war mein Reisebegleiter, die ist nicht mehr. So, und dann hast du hier deine Banktoilette, alles da, ein großer Spiegel. Du stehst auf Schmetterlinge. Ja, fing das an, dass hier ein Stück von dem Furnier abgegangen ist. Warte mal, da. Und so, und dann kamen die Schmetterlinge daran. Und ich dachte, dass... Achso, überall, wo jetzt was defekt ist... Nee, das war nur hier. War nur da? Nur da. Und dann habe ich das halt eben so ein bisschen kaschiert. So, und das ist das Bedienpanel. Ist alles schon moderner als in dem 97er. Ne, das ist hier Solar. Da hast du aber richtig investiert in die Technik, oder? Mhm. So, ja, wenn man da drin leben will, dann braucht man das, ne? Das ist so, alles schön vom Victron. Das ist gut. Ja, jetzt, wenn du dich mal kurz vorne reinsetzt, ich hätte noch 7% Akku. Ich habe noch ein, zwei Fragen, einfach nur in die Sitzgruppe. Ich habe noch ein paar Fragen, wenn man umzieht und sagt, ich lebe jetzt im Reisemobil. Wir gehen mal face to face. Ich setze mich mal hier hin. Ich gehe mal hier. Das ist die Heidi, mir gegenüber. Wenn du mal kurz nochmal hochklappst für mich. So, jetzt bin ich dir gegenüber. Hallo. Hallo. Sag mal, der Entschluss, als du dann eingezogen bist, ja, was war denn das für ein Tag? Wie hat sich das angefühlt? Das muss sogar im Januar gewesen sein. Wie hat sich das angefühlt? Eigentlich, ja, man ist losgefahren, hat den erstmal auf den Betriebshof gestellt.
Ja. Und dann war ich sowas von glücklich, so, das ist mein Reich, das ist meine kleine Welt. Und dann lag ich da oben in meinem Bett, in dieser nagelneuen Matratze. Ja. Und das war einfach göttlich. Ne? So, die Heizung funktionierte zu der Zeit dann auch noch. Und ja. So, die geht jetzt nicht mehr, oder? Die ist dann kaputt gegangen. Okay. Und das war ja sowieso. Und dann wollte ich eigentlich nach Mönchengladbach. Zu diesem Eiger, weil ich ja eine Truma drin habe. Und der hätte mir das damals alles gemacht für 1.500 Euro. Ja. Und das hatte ich natürlich dem Verkäufer gesagt. Ja. Der wollte es aber nicht bezahlen. Ich sage, hier, ich mache Spritkosten, alles, das mache ich alles. Ich sage, ich möchte nur, dass du das bezahlst. Ja. Ja, wollte er nicht, macht er selber. Ja. Ich da ja, alles klar. Ich dann zu ihm hingefahren, 7 Stunden auf meinem Wohnmobil gewartet, komme nach Hause und dann sage ich zum Bekannten, irgendwas stimmt mit der Heizung nicht. Ich sage, die läuft gar nicht mehr richtig. Ich musste Socken unten reinstopfen, damit es hier oben überhaupt warm werden konnte. Ja. Da haben die mir die Heizung ausgetauscht. Da haben die meine 6.200 rausgenommen und haben mir 4.300 reingebaut. Die war zu schwach? Die war viel zu schwach. Und dann haben sie die noch falsch angeschlossen. Aha. Ja, und die war auch ein bisschen defekt so. Und dann bin ich, das ist irgendwo, glaube ich, östlich von Berlin, da habe ich noch jemanden getroffen, der auch das mit dem Truma macht. 1,5 Stunden war alles umgebaut und der hat mir dann mal so alles gezeigt, daher weiß ich das alles. Dann hat er mir alles gezeigt, dass die Truma-Heizung auch gar nicht in Ordnung war. Sag mal, das klingt so ein bisschen danach, als ob du so langsam so ein Voll-Wohnmobil-Profi wirst. Das heißt, du... Das möchte ich auch und vielleicht werde ich sogar noch mal irgendwann ein Buch schreiben oder so. Mal gucken. Ne? Ja. Also... Ich habe gesagt, 3 Jahre, ne, und ich bin da voll Profi im Wohnmobil. Ich glaube, dass du demnächst alles weißt. Was ist eine Heizung? Wie funktioniert die Elektrik? So, wichtigste ist ja, dass er dicht ist. Dicht ist er. Ja, dicht ist er. Ich hatte auch ein Gutachten dran gehabt. Ja. Ne, weil der hatte ja so viele Mängel gehabt und ich hatte ja gehofft, dass ich ein bisschen was vom Kaufpreis zurückkriege. Und? Ja, natürlich nicht. Und hatte auch einen Gutachter dran, der ist knochentrocken, das ist alles in Ordnung. Super, das ist wichtig. Und der hat einen Aluaufbau. Ja. Das heißt, auch die Streben sind aus Alu. Der hat ja gar kein Holz verbaut. Also in Seitenwänden ist kein Holz? Kein Holz. Kein Holz. Ist ja in dem ganz alten gegenüber, da ist Holzständer. Da ist noch Holz drin, ja. Ja, und hier ist kein Holz. Und das heißt, selbst wenn irgendwas passiert, geht zumindest mal die Wand nicht kaputt. Und was ich so toll finde, das ist, sollte mal irgendwas sein, das ist alles geschraubt hier. Man kann alles in Einzelteilen ausbauen. Ja. Man kann die Wände, das sind Platten, die kann man auch in Einzelteilen abbauen. Ne, das heißt also, man muss nicht das ganze Innenleben rausreißen, wenn man da irgendwie tatsächlich mal irgendwo ran muss. So. Und da warst du denn da in deinem Bettchen, bist aufgewacht dann sonntags, irgendwann hast gesagt, jetzt ist das mein Eigentum, das ist Freiheit. Das ist Freiheit, ja. Ja. Das ist genau das, was ich wollte. Sag mal, als du denn hingefahren bist zu dem Busunternehmen, hast gesagt, hier, ich würde gerne hier auf dem Bushof mal stehen. Mhm. Was haben die gesagt zu dir? Der ist zu groß. Der ist zu groß? Ne, also noch so ein großes Fahrzeug kriegen wir hier nicht unter. Mhm. Und dann hatte ich ihn ja geholt und habe ich mich einfach kackfrech dahingestellt. Und dann? Ja, und dann hieß das, ach, da stehst du ja gut. Ja. Und dann war das so? Und dann war das so. Und dann hat mein Chef das noch so ein bisschen begradigt, damit ich den auch gerade stehe und ja. Der ist nett, klingt nach einem netten Chef. Das ist ein netter Chef, ja. So. Busfahren, das fängt morgens wann an? 5:30. 5:30 und geht bis? Unterschiedlich. 13 Uhr. Ne, also wir haben eine Schicht, die 16 Uhr ist, eine Schicht, die 17 Uhr zu Ende ist und die 2 Schichten, die 19 Uhr zu Ende sind. Also ich habe noch 2%. Ich verrate mein Geheimnis. Als Kind wollte ich immer Busfahrer werden. Okay. Also viele wollten das. Also entweder Lokführer oder Busfahrer oder so. Ja. Was ist denn das Schöne an dem Beruf, wenn du jetzt so praktisch zurückblickst? Das Schöne an meinem Beruf, ja, das ist eigentlich so, man hat so dieses brummende Diesel, man sitzt hinter einer Panoramascheibe, ne, und hat das dann so, man hat alles so im Griff und man kann sich das dann alles so schön angucken oder man unterhält sich mit den Fahrgästen, man hört einige Lebensgeschichten oder... Die Leute kennen dich schon da? Ja, natürlich kennen die mich, ich war da ja schon 5 oder 6 Jahre. Ja. Naja. Das ist krass. Also du kennst die Fahrgäste. Ja. Jetzt gibt es ja das entsprechende Ticket, Deutschland-Ticket. Ja. Ist das gut? Dann, oder haben die meistens so eine Monatskarte dann? Also für mich ist das natürlich gut, weil ich nicht so viel Wechselgeld. Ach so. Ne? Ich muss da nicht so ständig, ne? Die können alle einsteigen, ich kann sie alle durchwinken. Passt. Ne? Passt. Sehr schön. Ja. Sag mal, war jemals ein Bus kaputt, während du gefahren bist? Ja, schon öfter. Dass er mal liegen geblieben ist? Hatte ich einen Kitaro. Mercedes, der hatte ständig, waren die Wasserschläuche kaputt. Ja.
Ne, und dann bin ich auch liegen geblieben oder ja. So. Dann hatte ich jetzt mit dem, ich fahre jetzt einen Setra. Okay. Was war noch mit dem? Der hatte letztens, hatte der, die Batterieladung funktionierte nicht mehr. Und der hat davor auch irgendwas gehabt, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Hm. Da ist der auch liegen geblieben. Passiert schon mal. Das passiert. Und dann haben wir unsere Firma, die kommt dann, guckt sich das dann an und dann... Gut, das heißt aber für die Leute, die drin sind, die kriegen praktisch Ersatzbus, oder? Ja, das ist, also erstmal haben wir wenig Fahrgäste und meistens kriegen die das irgendwie geregelt. Dann rufen sie Mama an oder... Heidi. Oder es kommt ein Kollege mit dem Ersatzbus oder wie ja. Auch immer das ist. Concorde Himmelfahrtstreffen. Neben großen Linern, die wirklich historischen Concorde. Und du hast wirklich ein tolles Fahrzeug, unverbastelt draußen, das finde ich gut. Ja. Also hat Original noch und ich bin mir echt gespannt, wenn er mal gemacht ist außen nochmal, dann sieht er wahrscheinlich richtig schick aus. Und dann geht es auf das große Concorde-Treffen. Ich danke dir herzlich. Ja, danke. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat Spaß gebracht. Tschüss.